Dein erster Eures Arbeitsplatz. Gabriel ist 22, Portugiese und sucht einen Job. Er hat ein Diplom, etwas Erfahrung und möchte in einem anderen EU-Mitgliedstaat arbeiten. Ingrid leitet in Schweden ein KMU, das heißt ein kleines und mittleres Unternehmen. Sie sucht geeignete Bewerber für eine freie Stelle in ihrem Unternehmen. Wäre es nicht sinnvoll, wenn Gabriel und Ingrid sich treffen könnten? Ja, dein erster Eures Arbeitsplatz macht es möglich. Dein erster Eures Arbeitsplatz ist ein Projekt für berufliche Mobilität der Europäischen Kommission. Es will jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren helfen, ungeachtet ihrer Qualifikationen, Fähigkeiten oder Erfahrung im Ausland Arbeit zu finden, indem es ihnen den Zugang zu offenen Stellen erleichtert. Und es hilft auch den Arbeitgebern, indem sie ihr Unternehmen für Arbeitskräfte öffnen, die sie vielleicht auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene nicht finden. Gabriel recherchiert im Internet und stößt auf Dein erster Eures Arbeitsplatz. Er entdeckt, dass die Arbeitsverwaltung, die das Projekt umsetzt, ihm praktische und vielleicht sogar finanzielle Unterstützung bei der Jobsuche geben kann. Ingrid hat Probleme in ihrem Land, den richtigen Bewerber zu finden. Sie hat beschlossen, sich an die europäische Arbeitsvermittlung Eures zu wenden, um auf einen größeren Pool talentierter Arbeitskräfte zugreifen zu können. Dein erster Eures Arbeitsplatz unterstützt Arbeitssuchende, Berufsumsteiger und Arbeitgeber auf verschiedene Weise. Es gleicht unter anderem das Profil eines möglichen Bewerbers auf tatsächlich freie Stellen in Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten ab und bietet beiden Parteien praktische Informationen und Beratung an. Praktika müssen mindestens 6 Monate dauern und den nationalen Arbeitsgesetzen entsprechen. Gabriel hat seinen Lebenslauf und Ingrid ihr Stellenangebot bei der Eures Arbeitsverwaltung eingetragen. Diese hat Gabriel für ein Videointerview mit Ingrid ausgewählt. Das Interview verläuft sehr gut und Ingrid bietet Gabriel die Stelle an. Da er eingestellt wurde, kann dein erster Eures Arbeitsplatz ihn finanziell unterstützen, beispielsweise bei seinen Reise- und Aufenthaltskosten. Ingrid hat ihrerseits finanzielle Unterstützung angefragt, um ein Integrationsprogramm für mobile Arbeitnehmer zu starten. Ein Hilfspaket, das Schulung und Betreuung umfasst, damit der Übergang für Gabriel und ihr Unternehmen möglichst reibungslos verläuft. Auch ihr Antrag wurde bewilligt. Der Nutzen liegt auf der Hand. Durch die Förderung der beruflichen Mobilität in Europa bietet dein erster Eures Arbeitsplatz eine Win-Win-Situation für junge Menschen, die in das Berufsleben einsteigen oder im Ausland auf einen anderen Beruf umsteigen wollen. Und für Arbeitgeber, die auf einen größeren Pool talentierter Arbeitskräfte zugreifen wollen, mit denen die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens gesteigert werden könnte. Dein erster Eures Arbeitsplatz. So wird es einfacher, in Europa einzustellen und zu arbeiten.